Herzlich willkommen in der Welt der interaktiven Geschichten. Ich bin Harry. Das hier ist Diablo Hellfire. So, wir sind immer noch nackt, aber wir haben jetzt Colas geholt. Oh, und ich habe meine Bogen repariert. Oder reparieren lassen, so. Such effective weapon. Amazing. Guck dir das mal an. Wahnsinn. Oh mein Gott. Super. You kidding me? Ja, ne? Haben wir gelernt, Zombies dürfen wir nicht mit Bogen. Sind die besten Koffer mit Money. Ich glaube trotzdem, dass der hat so ein bisschen Distanz zu diesen Gegenständen, wenn er das kaputt macht mit den Bogen, ne? So, diese Tür dürfte ein kurzer Weg sein. Sehr gut. Sorry, ich hab's nicht gesehen. Okay. Okay. So. Die töten wir so. Und die anderen beschießen wir durch das Fenster. Filmempfehlung des Tages: Die Hard. Stirb langsam. Drei Tage bei Real. Darf ich wahrscheinlich sagen, weil ich habe eh keine Sponsors. Soweit ich weiß. Und da gab es eine Ecke mit Weihnachtsfilmen. Und ja. Da war auch Stirb langsam. Eine Szene, die Böser sind Deutsche in Stirb langsam 1 und der Hauptdarsteller, ich glaube McLean heißt er, also ist Bruce Willis, McLean, und der hat keine Schuhe, der trägt keine Schuhe in dem Moment, und dann sagt einer, dass man die Fenster schießen soll, oder mit der Pistole eben beschießen, damit er sich mit den Scherben verletzt, und ich weiß nicht mehr ganz genau, was sie sagen, aber die sagen irgendwas, das eigentlich falsches Deutsch ist. Aber ich weiß nicht mehr. Ich glaube, es ist nur ein Fenster und dann sagt er, schieß die Fenster. Aber es ist nur das Fenster. Irgendwie sowas. Muss mal gucken. YouTuben. Ihr seid schon auf halbem Weg auf YouTube. Okay. Auf ein Ziel und den anderen treffen. Profi. Ah, das ist ein Devilkin. Sehr gut. So nervig. Weitere Devilkins. Ah, okay. Ich dachte für eine Sekunde, die Tür wäre geblockt.
So machen wir das. So machen wir das in Hellfire Town. Oh my God. Okay, 20.000 nach 190. Ah, 21.000 nach 100, okay, 200 oder so, ne, haben wir gekriegt. Na, ja, aber ja. Danke. Ah, jetzt können wir ein paar Getränke nach vorne. Oh, das könnten wir. Ja. Hm. Weiß ich nicht. Hallo? Wer hat dieses Gold hier versteckt? Wow. Wieso hat der Skelett Gold? Wo hat er das? Okay. Ah, ne. Achso, ja, aber dann töten wir lieber mit den. Sehr gut. So, Level cleared. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können uns diese Hölle angucken, die wir vorhin ignoriert haben. Oder wir können erstmal Treppe runter zu den nächsten. Wobei, hier hinten ist noch ein bisschen was. Ich tendiere zu den nächsten. Witzigerweise sind die Sprachen so ein bisschen gewechselt. Okay. Okay, zum Glück ist das, wenn so viele kommen. Die Tür ist geblockt, leider. Manchmal ist jetzt so eine Leiche da hervor und dann macht die Tür nicht mehr zu. So, der Vorteil ist, wenn wir mehr rennen, ist das England trifft man schon. Hier unten. Auch geblockt, auch geblockt. Ja, er ist getroffen, das ist ja vor der Nase stand. Ja, beweg dich doch. Ah. Ah. Das ist die sogenannte Micromanagement. Oh my God. The World Cyber Games. Ja, genau. Ich entscheide mich dafür, die Treppe runter zu gehen. Weil da unten sind ein paar von diesen Devils, was auch immer. Und da ist nicht so viel Zeit zum Rumrennen oder so. Zeit nicht, also Zeit sowieso. Aber Platz wäre vielleicht ein bisschen besser. Wenn wir nochmal vorbeikommen, wenn wir ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt haben. So, das hätte er ausgelassen.
dieser Stab, 2,4. Hm, gucken wir mal. Der Stab ist ja gar nicht, ich längst nicht stark, nicht so stark wie der Morgenstern, das wir sonst haben. Aber der schlägt viel schneller, so doppelt so schnell, ne? Ja, tut der. Lass mal ein bisschen hier mitkämpfen. Dann schauen wir mal, ob es uns besser gefällt. Weil der Vorteil ist, dass wenn einer getroffen wird, dann glaube ich, da hat er so ein bisschen Zeit. Nennen wir das jetzt Wiederherstellungszeit, ne? Bis er nochmal sich zusammengefasst hat. Ne, in diesem Fall nicht, aber gut. Ja, ist doch viel besser, mit diesem Stab zu kämpfen. Den kann man auch bei der Hexe aufladen. Die Hexe im Town. Zeige ich euch noch. Habt ihr noch nicht gesehen? Boom, Level 3. Let's go. Nie vergessen, Level 2 ist eine Höhle. Stab's voll gut. Okay. Hm. Weiß ich was. Boah. Hallo. Ui. Boah, ich hab's geblockt. Wahnsinn. Ah, okay, aber jetzt habe ich nur eine Hand, ne? Beziehungsweise jetzt habe ich beide Hände. Gut, speichern. Man muss bei solchen Action-Abenteuern ein bisschen öfter speichern, ne? Was ist hier? Hallo? Okay, sehr gut. Up. So. Der Level Up erinnert mich ein bisschen so, wie meine Antworten zu, wollen Sie eine Quittung, ja oder nein. Wenn ich gefragt werde, für eine Quittung will, sage ich manchmal ja, manchmal nein. Und das ist davon abhängig von absolut gar nichts. Das ist absoluter reiner Zufall. Ah, hier kann ich schießen, ne? Sag mal ja, mal nein, keine Ahnung. Ah, der Blink. Okay. Zum Glück kann keiner Türen aufmachen. Außer ich. Dämonen wissen nicht. Wisst ihr, was der Unterschied zwischen einem Geist und einem Dämon ist? Habe ich letztens gelesen. Ein Dämon ist nie ein Mensch gewesen und ein Geist war mal ein Mensch. Dann zum Beispiel würde ich sagen, dass dieses Skelett eher so ein Geist ist, weil da war ja ein Mensch, der hat ein Skelett. Dazu.
kommt. Der Burning Dead Captain. Ist aber nicht Burning. Vielleicht weil es rot ist. Komm rüber. Where would I put this? Sei nicht so rhetorisch. Also, es kommt von da. So, wir können, ich kann das. Ah, oh! Hm. Das anziehen. Das ist jetzt schon kaputt. Dieser Lightning-Stab ist auch ganz cool. So. Boah. Reaktionszeiten. Oh, wobei es war sehr laut, ne? Oh nein! Guter Stab. Das Coole über den ersten Teil ist, dass da gab es einer, der Krieger, ich glaube, damit haben wir gespielt, und der könnte Sachen selber reparieren. Der hat hier so eine Sache namens Search. Oh, ich habe ein Portal. Vielleicht können wir die nutzen, gucken, was er macht. Search. Search! Was passierte. Vielleicht findet er Sachen auf dem Boden oder so. Ja. Boah. Voll Action. Carry anymore. Okay, okay, okay. Was ist das? I have no room. Oh, das sieht schön aus. Yes, die Points. Noch ein Portal. Nice. Speichern wir ganz gut. Hier noch ein Captain. Search. Okay. Put this. Aber, okay. Ich wollte jetzt dazu sagen, wir gehen jetzt zum Town, Kids. Portal. Warm. Oh, los! Okay, hier ist der Kane. Der kann Sachen identifizieren. Zum Beispiel, das hier, zwei so alle Attributen, ist gut. Und das Schwert, da bin ich nicht besonders so interessiert. Okay, sie ist nur nachhaltig, sag ich mal. So, das behalten wir. Das können wir weg. Das können wir checken. 1, 12. Ja, eigentlich dieses Schwert ist schon mal viel cooler. Viel mehr. Ja, und dann kann man das hier dazu nutzen. Das musste man reparieren. So, Moment. Das behalten wir und das behalten wir. Das behalten wir. Wow, what can I do for you? Verkaufen das und das. Danke.
Wow, what can I do for you? Ja, und dann, ja, ich muss der... Okay, ich habe jetzt eben das repariert, weil es war schon kaputt zu gehen. Ich habe gesehen, es lag noch Zäune auf dem Boden, das heißt, das verkaufe ich jetzt. Das behalten wir. Das können wir nur noch nicht nutzen. Also wenn ich Magie für. Schmeiß mir hier. Wow, what can I do for you? Machen wir das. Zwei Portale. Zwei Romana. Diese Bombe weiß ich gar nicht. Die nutzen wir später. Ja. Also, Level up. Und auf Stress. Bam, bam. So, und jetzt können wir zurück, aber bevor wir das machen, speichern wir. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge.